Diese Woche habe ich gelesen «Feuerwanzen lügen nicht» von Stefanie Hüffler. Sie ist bekannt für ihre Bücher mit sozialen Themen, wo sie mit Humor, komisch oder verblüffend, aber immer glaubwürdig erzählt. Ihre bisherigen Romane sind alle für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die neueste Geschichte erzählt von einer langen und tiefen Freundschaft zwischen dem Nitz und dem Mischa. Inzwischen sind die zwei wahrscheinlich in der Oberstufe oder an die Primar schon, so genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall entdeckte Nitz ein paar wichtige Geheimnisse von seinem Freund und seinem grossen Vorbild. Der coole Mischa, der für jede Frage und jede Situation eine Lösung weiss, der Nitz, kann seine anfängliche Enttäuschung überwinden, dass der ihm so wichtige Sachen verschwiegen hat. Die Autorin greift immer wieder Themen auf wie Armut, Scham, Ungerechtigkeit und sie erzählt von Vertrauen, Verletzlichkeit und Mut und von einer phänomenalen Freundschaft, die das alles übersteht.